Na gut, dann. Irgendwie habe ich das Gefühl, es sieht alles so, irgendwie so ähnlich aus, ja, dass wir gar nicht so großartig vorankommen. Los, los! Lass ihn nicht entkommen! Wir haben sie umzingelt! Nein. Ich glaube, hier ist ein bisschen was passiert. Das Schlimme ist, wir haben keine Ressourcen, wir haben keine Pfeile, wir haben gar nichts. Wir müssen uns jetzt hier irgendwie durcharbeiten. Ins hohe Gras. Oh, okay. Was machst du hier? Ach, hör auf. Dachtest du etwa, ich lass dich hängen? Jesse. Wo ist Dina? In Sicherheit. Sie ist nur krank. Was hat sie? Nichts Schlimmes. Latein! Sie ist da lang! Scheiße, das sind echt viele. Okay, wir sind jetzt jedenfalls im Team. Er ist getroffen. Hey, bist du stark verletzt? Wird schon wieder. Deine Freunde haben mich überrascht. Ganz ohne Vorwarnung. Sag mir, dass du nicht allein bist. Reg dich später auf. Du bist so ein Idiot, das weißt du schon, oder? Ja. Okay. Siehst du den Truck? Das ist dein Plan? Wir müssen hier wegkommen. Okay. Bereit? Ja. Bitte sei vorsichtig. Okay, wonach suchen wir überhaupt? Eindringling. Er schreit wieder. Auch mehr Leute bei den Mauern. Bin ganz bei dir. In dem Haus? Ja. Okay. Dann tarnen wir uns erstmal ab hier. Wo haben wir denn wen? Haben wir einen Hund dabei? Ich hoffe nicht. Colin? Sehen wir nach, was los ist. Los, ich gebe dir Deckung. Hast du was? Hey, das sind sie! Hier drüben! Lass los, sofort! Och du, ey. Ich dachte ja wenigstens, er kümmert sich. Au! Au! Ey, da einfach. Weg hier! Okay, los. Okay. Jetzt ist er da. Ich hab mehr! Jesse, bring es hier raus, verdammt! Ich versuch's! Jetzt haben wir unendlich Schuss hier. Jesse! Scheiße!
Durchhalten. So viel dazu. Mach die Waffe scharf. Nein, 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 nein. Okay, die Tür ist offen. Okay? Bin mir nie besser. Okay. Ich glaube, wir sind sicher. Hier, komm. Danke. Ich befürchte, er wurde gebissen, oder? Hier lang. Okay. Oh. Okay, sie ist noch da. Hey. Oh mein Gott. Jesse. Hey, Dina. Oh. Hey, alles okay? Ich brauche nur eine Portion Schlaf. Wir sollten reingehen. Ja, okay, komm. Langsam. Bist du an Maria vorbei? Mich rausgeschlichen. Ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Und du bist krank? Oh, nur ein bisschen Bauchweh. Komm, setz dich doch. Hm? Er weiß es nicht. Nein, nein, nein. Ach, das musst du nicht machen. Sei still. Wann bist du aus Jackson weg? Einen Tag nach dir. Aber an der Grenze zu Oregon gab es viel Schnee. Ich war die letzten zwei Wochen jeden Tag 18 Stunden unterwegs. Und sie fängt da zu weinen. Du hast mich schlafen gestellt. Kann ich dir nicht was schenken und alles ist vergessen? Ich weiß, ich will eine Entschuldigung. Alles. Alles. Hä? Hörst du mir zu? Ja, alles gut. Okay. Also, diese eisige Stille. Mann, ich meine, ich würde meinen eigenen Geburtstag vergessen, wenn sie mich nicht erinnern würde. Du solltest dich einfach entschuldigen. Ich habe nur gesagt... Wow. Okay, was liegt an? Nichts. Wieso? Ich merke, wenn was nicht stimmt. Mir gehen Dinge im Kopf rum. Sag mir, wenn du darüber reden willst. Okay. Ach ja. Habe ich schon mal gesagt, dass das Spiel richtig schön aussieht? Ist echt bemerkenswert, was sie doch aus der noch aktuellen Konsole so alles rausholen können, ja? Da sind Versprengte. Wie viele? Eine Handvoll.
Willst du es probieren? Bist du sicher? Bin heute großzügig. Guck mal, das Tattoo ist noch nicht so weit ausgereift vor 2 Jahren, ne? Das ist noch im Anfangsstadium, das Tattoo. Guck mal hier. Das sieht man hier nur auf der... Das Schild da, das Rote, versuch es zu treffen. Gut, um sie aus ihren Löchern zu locken. Du musst höher zielen. Gib der Kugel Spielraum zum Fallen. Okay. Okay. Sehr gut. Geräusche locken sie an. Wir sind auf Patrouille. Ja, ich bin dir schon bei. Nicht getroffen. Getroffen. Na bitte. Ich sehe noch welche. Das Bein weg. Lass dir Zeit. Ja, doch. Das waren alle. Wenn du weiterschießen willst, meist gibt es dort noch mehr. Okay. Na, kommen noch welche? Oh, voll getroffen. Aber da kommt keiner mehr raus. Nee, da kommt keiner mehr raus. Schade. Woher kommen die? Die Horden halten sich im Winter gern in diesem Gebiet auf. Und sie lassen immer ein paar zurück. Sie nehmen jedes Jahr dieselben Routen? Ein Zugverhalten oder so. Ha. Warum wohl? Also, wenn das Barometer eine bestimmte Temperatur erreicht... Ach, ich weiß es auch nicht. Sieh dir den Schuppen an. Sieht aus, als laufen sie den Hügel runter. Wieso? Ja, totes Tier. Sie ruhen. Wagen. Sie fressen sich an dem Hirsch da satt. Sie haben wohl Hunger. Erwischt. Ich mag das Teil. Ich zähl noch 3. Noch 2. Ich zähl noch 2. Noch 2? Ach, da! Du hast Talent. Aber einer ist noch, ne? Aber wo? Wo bewegen sich Pixel? Wo? Das war ein Blatt. Ich sehe keinen mehr. Da ist nichts. Da ist ein Auto. Geräusche ziehen sie an. Ach, da. Na komm, zielen. Bleib doch mal stehen. Bleib doch stehen. Ich bin beeindruckt. Sieht gut aus. Da sind bestimmt welche. Ist da was beim Skilift? Schau da hinten hin. Unter den Gondeln. Am Turm. Siehst du's? Das ist weit. Keine Eile. Du kriegst das raus. Okay, den haben wir getroffen. Was dachtest du denn? Noch ein paar mehr. Oh, komm schon. Jawohl. Du lernst echt schnell. Warte mal, ich lock sie mal an. 3 noch. Das Scheppern lieben sie. Das ist gar nicht so einfach, ja? Weil die sich hier bewegen. Der Herbst liegt in der Luft. Der Duft liegt im Laub. Okay, ein Hammer.
Gut gemacht. Da sind noch ein paar. Ich sehe es. Gedauert, bis ich den Bogen raus hatte. Das Problem ist, die Entfernung abzuschätzen. Ah, hoffentlich denkt Joel ans Umrühren. Wahrscheinlich lässt er See wieder anbrennen. Ich sehe keine mehr. Ja, ich auch nicht. Okay, gehen wir rein. Mal sehen, ob Joel zurück ist. Klar. Ja, aber im Prinzip so, wie wir jetzt hier unterwegs sind und wir ein Dorf sind mit allem drum und dran, eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft, ist jeder andere auch. Die WLF, egal was sie getan hat und aus welchen Beweggründen sie das getan hat, wahrscheinlich eben halt auf Basis der Unterdrückung rauszukommen, haben sie ja nichts anderes getan und machen vielleicht auch nichts anderes. Und die Frage ist, warum sind sie anderen gegenüber so aggressiv? Die Frage ist auch, was hat Joel getan, dass sie das getan haben, was sie getan haben. Her damit! Och nö. Danke. Genau, was ich brauchte. Klar. Ladies first. Ich soll eigentlich nichts sagen, aber Joel macht sich Sorgen um dich. Gibt keinen Grund zur Sorge. Ja, ist wohl so. Aber wenn du nicht mit ihm redest, wird er glauben, dass was nicht stimmt. Ich rede mit ihm. Mehr als nur Hallo und Tschüss, okay? Okay, ich versuch's. Hinten in der Hose ist das Messer. Ganz ruhig, Freunde. Wann sind die Business Hours? Von Montag bis Freitag von 9 Uhr früh bis 22 Uhr abends. Sonntags von 10 bis 7 Uhr abends. Und von 11 Uhr früh bis 8 Uhr abends am Sonntag. Ey, hier waren wir ja. Ach, das ist ja... Habt ihr da draußen geschossen? Nö. Nur ein paar Versprengte. Ellie hat mein Visier ausprobiert. Und, wie war's? Ja, war ganz gut. Oh. Du bist wohl nicht dazu gekommen, die Seiten zu wechseln. Hätte ich das machen sollen? Ja, du... Wir besorgen dir neue. Da unten ist ein Musikladen. Die haben bestimmt Gitarren. Ich meine, es wird doch sowieso mal Zeit, sich da umzusehen. Ich halte Wache. Was meinst du? Klar. Ja, es wird Zeit. Ich glaube, jetzt gibt's ein Gespräch. Kann das sein? Willst du wirklich nicht mit? Geh schon los. Er wartet. Okay, das war der Fingerzeig. Wir haben das Ding mit den Waffen. Ich gucke aber vorher erstmal. Ob wir hier irgendwas haben. Ist der Posten plötzlich interessant? Ich will nur sicher gehen, dass ich alles habe. Aha. Und hier sind nämlich noch ein paar Sachen. Gucke mal. Und bei meinen Zielkünsten ist es definitiv notwendig. Vielleicht brauchst du keine Seiten. Klingt okay, finde ich. Ja, das klingt schön. Aber wenigstens den Müll hätten sie rausbringen können hier. Hier ist nichts. Hier liegt noch was rund. Ui. Kommst du? Ja. Hey, was macht der Savage Starlight hier? Ich glaube, der gehört Joel. Accretion, Savage Starlight. Und auf der anderen Seite, was steht da? Buch 6. Daniela und Captain Ryan wurden in die Arena geworfen, wo sie unter den hungrigen Augen der Reisenden um ihr Leben kämpfen müssen. Wird sie ihre Gefühle für den Captain beiseite schieben, um für ihr eigenes Überleben zu kämpfen? Wer weiß. Das erfahren wir in der nächsten Folge, ne? Oh, hier ist noch was.
Munition. Okay, gehen wir. Okay, komm mit, Kleine. Also, haben Tommy und du was gesehen, als ihr unterwegs wart? Nur die paar, die wir vorher gesehen hatten. Und du? Naja, und zwei Runner in einem Haus. Jesse meinte, du kommst echt gut klar bei diesen Gruppenpatrouillen. Er meinte, er würde dich für Paarpatrouillen empfehlen. Ich glaube, du bist noch etwas jung dafür. Ich bin eine bessere Schützin als fast alle anderen. Und ich habe mehr Erfahrung als die meisten neuen Rekruten. Hör mal, wenn du meinst, dass du bereit bist, glaube ich dir. Okay, danke. Aber tu mir einen Gefallen und nimm erst mal die kürzeren Routen. Du weißt schon, um zu sehen, wie du klarkommst. Okay. Er macht sich Sorgen um den Vater. Diese Savage Starlight Comics, die du so magst. Ja. Tommy und ich haben welche gefunden, als wir neulich in der Schule waren. Haben sie dir gefallen? Oh, naja, die sind nicht wirklich meins. Dr. Daniela Starr ist ziemlich... Sie ist knallhart. Was sie in dem Kampf mit Captain Ryan anstellt. Wow. Ja, ich meine, er hat es schon verdient. Aber cooler Twist, wie sie entkommen sind. Du bist witzig. Hey, Schimmer, pass auf dich auf. Ach, armer Schimmer. Da ist der Musikladen. Ja, ich sehe ihn. Ach, Schimmer. Brauchst du Hilfe? Hab schon. Ich nehme sogar das größere Auto. Weißt du, guck mal. Naja, er ist immer noch besorgt, ne? Sie ist halt ein Teenie. Hier können wir nicht lang, oder? Was? Verdammt! Da konnte man sonst drüber schwimmen. Okay, und was jetzt? Naja, wenn du willst, könnten wir durchs Hotel gehen. Okay, gern. Wie gesagt, sie war ja ein Teenie und ein Kind und jetzt ist er ein Teenie, ja, und er macht sie halt Sorgen. Es ist für ihn halt Tochterersatz. Seine Tochter ist tot. Ich glaube, hier müssen wir hoch, ja. Und ja, das, was die beiden zusammen erlebt haben, das schweißt halt zusammen. Also zumindest ihn. Und aufgrund ihrer Veränderung, ne, als Teenie, der körperlichen Veränderung und Co., machte sie halt Sorgen bezüglich der Distanz, die da ist. Und vielleicht ahnt sie auch schon was, ich weiß es nicht. So, gucken wir jetzt gemeinsam oder ist es jetzt einfach nur so und wir müssen einfach durch die Haupttür durch? Wir gehen einfach durch die Haupttür. Wir gehen nicht durch die Haupttür. Oh, das könnte was sein. Glaubst du, du passt da rein? Versuchen kann ich's. Vorsicht. Yep. Ich bin durch. Moment. Okay. So, haben wir schön Player. Hier ist schon der Fernseher geklaut worden. Wir können hier nicht akt. Das ist gut. Das finde ich gut, dass wir es nicht können. Siehst du was? Ich suche. Das hätte auch irgendwie nicht funktioniert, weil wir erst im Nachgang die ganzen Sachen aktualisiert haben und uns aufgepimpt haben. Okay, da steht er. Hallo. Howdy. Beeindruckt?
Nee, du bist einfach zu dünn. Du musst mehr essen. Gern geschehen. Auch Mensch. Was haben wir denn hier? Ich habe noch gar nicht geguckt. Ja, das weiß ich gar nicht. Also stellenweise war es das so, aber dann müsste jetzt schon was anderes kommen mit dem Mini-Tutorial. Ja, doch, Moment. Mit dem Mini-Tutorial. Also wie gesagt, ich kann es aktuell so nicht sagen, ob das hinhaut, aber die Rückblenden... Ich finde das hier gruselig. Ja, es ist es auch. Scheiß Hotel. Aber die Rückblenden haben, denke ich mal, schon ihren Zweck. Ich glaube, da geht es durch. Aber ja, ja. Spuren. Setz die Maske auf. Ich brauche keine. Muss das sein? Wir sind's doch nur. Was, wenn wir jemanden begegnen? Okay, gut. Okay, also es ist definitiv bekannt, dass auch die Sporen nicht, ne, ihr was anhaben können. Ich weiß gar nicht, ob das so hundertprozentig klar geworden ist im ersten Teil. Wir müssen das klug angehen. Wenn du aufhörst, die Maske zu tragen, wirst du irgendwann einen Fehler machen, wenn es gar nicht passt. Ich mache keine Fehler. Du hast es niemandem sonst erzählt, oder? Nicht Jesse oder Dina oder... Natürlich nicht. Okay, gut. Die Frage ist bloß, was... Naja, es kann dazu führen, wenn andere wissen, was los ist, dass sie eben halt sie ne, wieder medizinisch untersuchen wollen und mit allem drum und dran. Ich denke mal, das ist seine Sorge, dass das nicht passiert wie bei den Fireflies. Nein, wir patrouillieren nur auf den Straßen. Fühlt sich an wie ein Versäumnis. Vielleicht. Also wir können hier ins Nebenzimmer. Ich sollte das, glaube ich, tun. Hier ist so viel Munition. Ich befürchte, wir werden sie brauchen. Sehr viel Munition. So, ich werde mal... Nee, es reicht nicht. Ich dachte, wir hätten noch genug Alkohol schon, aber nein. Kann man hier durch? Ich schaue mich mal erstmal hier selber um. Guck mal, da ist eine Latte, die wir mitnehmen können. Und Alkohol haben wir auch. Nicht, dass wir hier wieder irgendwie überrascht werden. Hier haben wir noch einen Raum. Und damit können wir jetzt das hier viel neu klären. Sehr schön. Nee. Nee. Oh. Guck mal, hier ist was zum Lesen. Copper Peak Inn. Ruby, tut mir leid, falls unsere Patrouille euch gestern etwas erschlagen hat. Wir treffen nicht oft auf neue Leute. Ich kann verstehen, warum ihr nicht begeistert wart, uns nach Jackson zu folgen, aber hier ist es echt schön. Wir haben Strom. Die Ernte ist üppig. Das könnte etwas Besonderes für dich und deine Familie sein.
Meine Jungs sind nicht wiederzuerkennen. Bevor wir nach Jackson kamen, ging es nur darum, am Leben zu bleiben. Mir hat nicht gefallen, wie sie sich entwickelt haben. Sie benahmen sich fast schon wie Leute, vor denen wir geflohen sind. Jetzt klettern sie auf Dächer, um Löcher zu flicken und heben Gräben aus. Harte Arbeit, aber jeden Abend kommen sie mit dem guten Gefühl nach Hause, hier etwas aufzubauen. Sie sind Teil einer Gemeinschaft. Sie tragen Verantwortung. Du hast doch früher unterrichtet. Du könntest hier vor einer Klasse mit lauter wissbegierigen Kindern stehen. Das ist kein Hirngespinst. Bitte überleg dir, ob du nicht einfach mal vorbeikommen willst. Ich könnte dir alles zeigen. Tara. Okay, war doch schon. Wurde wohl vor einer Weile erschossen. Wann kam die letzte Patrouille hier durch? Weiß nicht. Ist das jemand von uns? Nein. Die einzigen, die in Jackson vermisst werden, sind die Teenager vom letzten Jahr. Der ist zu alt. Ist bestimmt nur herumgeirrt. Hier lang. Okay, wir haben Besuch. Ellie, komm. Klicker. Wir sind auf Patrouille, stimmt's? Okay. Schalten wir sie aus. Okay. Oh, 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 oh. Shit. Scheiße, pass auf! Erledigt. Okay. Komm, bereit machen. Hier drüben. Hey, ich hab ihn. Wo ist er? Wo ist er da? Heilen, ein bisschen jedenfalls. Und dann das mitnehmen hier. So. Eieiei. Aber ich glaube, die Rückblenden können nicht so intensiv sein. Warte mal, bevor wir. Siehst du hier? Pass auf! Hier ist der Stock! Da, ein Runner! Nein. Ah, Mist. Das war's. Glaube ich auch. Gut gemacht, Kleine. Also,
Was hältst du davon, die Seiten erstmal nicht zu holen? Das wollte ich auch gerade sagen. Aber ich glaube, unser einziger Weg ist jetzt vorwärts. Eieiei. Ist hier noch irgendwas? Nee. Sieht aus, als könnte das hier was sein. Ich folge dir. Oh nee, das wird nicht gut gehen. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Ich höre was. Wir haben es geschafft. Haben wir. Aber sie kannte dann das Field schon. Außer, dass ich echt alt bin? Nichts, was 8 Stunden Schlaf nicht heilen können. Ich will hier raus. Jetzt mal im Ernst, sie kannte doch dann die schon, diese Viecher. Wieso hatte ich das Gefühl, dass wir die zum ersten Mal begegnet sind dann? Also sie auch, sie hat es ja nicht kommentiert. Sie hat ja gesagt, was ist das für ein scheiß Viecher hier? Ich dachte schon. Was, wenn A2 Bloater lauern? Toll, hier wäre ein Riegel gewesen, aber egal. Krasser Kampf eben, oder? Wir kommen nicht auf Bloater vorbei. Ja. Jesse und Dina werden durchdrehen, wenn sie davon hören. Was ist eigentlich mit den beiden? Wir sind zusammen, oder? Mal so, wieso? Ich höre doch, wie Jesse über dich redet. Nein, Jesse und ich sind nur Freunde. In diesem Fall nicht. Wir werden sehen. Werden wir nicht. Verdrängung? Ja, das könnte sein. Das war hier gerade der Versuch der Bienchen- und Blümchen-Ansprache, oder? Ja, ich habe doch gesehen, wie er dich anguckt. Verlustangst. Okay. Ich hoffe, ich komme hier noch irgendwie raus.
Ich glaube, hier kommen wir raus. Kannst du dich da durchzwingen? Ich kann es probieren. Siehst du, was da ist? Ja. Okay. Oh. Das sind sie. Das Paar, das letztes Jahr weggelaufen ist. Du könntest recht haben. Jackson ist echt wundervoll, aber wir können nicht mehr mit ansehen, dass die Leute anderswo leiden. Wir wollten Leben retten. Wir wollten Gutes tun. Nach nicht mal einer Stunde trafen wir auf eine Horde. Wir sind infiziert. Wir haben beschlossen, unser Leben zu beenden, ehe wir uns verwandeln. Sagt unseren Familien, dass es uns leid tut. In Liebe, Adam und Sydney. Ich habe sie erschossen. Mich kann ich nicht umbringen. Ich bin ein verdammter Feigling. Adam. Scheiße. Wären sie doch immun, oder? Ja, also. Holen wir Tommy, dann können wir die Leichen nach Jackson zurückbringen. Ja. Als du mich aus der Firefly-Klinik weggebracht hast, sagtest du, es gab Dutzende wie mich. Ja. Ja, das haben die gesagt. Ich habe noch nie andere Immune getroffen. Du etwa? Vielleicht verbergen sie es. Du ja auch. Glaubst du das wirklich? Sollten wir wirklich jetzt darüber reden? Wir sind durchs halbe Land gefahren, um mich zu den Fireflies zu bringen. Ich hatte so viele Fragen an sie. Erzähl sie ihr. Warum hast du mich da rausgeholt, als ich noch bewusstlos war? Ich habe sie ihre Tests machen lassen. Und als ich merkte, dass die sinnlos sind, wollte ich weg. Woher wusstest du, dass sie sinnlos sind? Hättest du ihnen mehr Zeit gegeben, vielleicht hätten sie etwas rausgefunden. Es gab keine Heilung. Absolut nichts hätte diesen Leuten helfen können oder irgendwem. Ich weiß, du willst, dass die Dinge anders liegen. Das tue ich doch selbst. Aber das tun sie nicht. Wir müssen die beiden ihren Familien zurückbringen. Oder gibt's noch was, was du hier durchkauen willst? Nein. Gut. Dann komm. Kann er ihr nicht einfach sagen, dass sie gestorben wäre, ohne große Aussicht auf Erfolg? Weil ja wahrscheinlich das, was sie ausmacht, nur eine Laune der Natur ist. Sie hätte eigentlich schon längst sterben sollen. Ah.
Jesse schläft. Hey, lass mich mal. Er ist ein guter Kerl. Warum hast du nichts gesagt? War der falsche Zeitpunkt. Das wär's. Was ist hiermit? Hilft uns das? Ja, tatsächlich. Abby? Nein. Dieses Mädchen, Nora. Ihre Einheit ist in diesem Krankenhaus. Sie sammeln Vorräte oder sowas. Dieses Krankenhaus? Ja. Warte, du gehst jetzt? Ja, das ist eine Spur. Warte doch wenigstens, bis Jesse sich erholt hat. Dann könnte sie schon weg sein. Ellie, wir wissen, wo sie ist. Und Tommy vielleicht auch. Was? Nichts. Gut. Im Prinzip Hilfst ist sie... Hilf mir bitte mit der Tür? Im Prinzip ist sie wie Joel. Yep. Derzeitig. Kann das sein? Okay. Wenn ich der 5 folge, sollte ich zum Krankenhaus kommen. Wenn ich der 5 folge, das mache ich aber nicht mehr heute Abend. Wir speichern. Und das soll es hier an der Stelle für heute Abend gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen und vielen Dank für den Obolus, die Donation und vielen Dank fürs Folgen. Und wir sehen uns in ein paar Stunden wieder, logischerweise. Dann also wieder am heimischen Abend. Was wir da spielen werden, weiß ich nicht. Röki haben wir durch. Ich muss mal gucken, was wir da machen. Hier an der Stelle, wie gesagt, Feierabend. Gute Nacht, schlaft gut, bleibt gesund und bis demnächst. Euer Firefox.